Dieser Stern befindet sich in seiner T-Tauri-Phase. Er ist umgeben von einer riesigen donutförmigen Scheibe aus Staub und Gas. Das meiste Material dieser Scheibe fällt auf den Stern, aber einige Staubpartikel prallen auch aneinander. Ist die Kollision sanft, verklumpen sie zu größeren Objekten. Anfangs sind diese Objekte nicht größer als der Durchmesser eines Haares. Mit der Zeit bilden sich aber aus den Staubklumpen Kiesel. Und Kiesel werden zu großen Steinen. Gase verbinden die Steine und während einige größere Objekte wieder zerbrechen, entwickeln sich die meisten zu Bausteinen für künftige Planeten, Planetesimale. Während sie den Stern umkreisen, sammeln sie das gesamte Material auf ihrem Weg ein. Übrig bleibt am Ende nur ganz feiner Staub. Milliarden Jahre später hat sich die Scheibe um den Stern gänzlich verwandelt. Sie ist deutlich kälter und hat sich von der Hitze des Muttersterns entfernt. Das enthaltene Wasser kann nun gefrieren. Und neben dem Staub befinden sich winzige Eispartikel in der Umlaufbahn des Sterns. Mit der Zeit bilden sie Schneebälle und später Planetenkerne. Da es draußen im Weltall kälter ist, verlangsamen sich die Gasmoleküle und werden von diesen Kernen angezogen. Astronomen glauben, dass auf diese Weise Gasriesen wie Jupiter, Saturn, Uranus oder Neptun entstanden sind. Interessanterweise waren Jupiter und Saturn die ersten Planeten unseres Sonnensystems. Ihre Entstehung dauerte etwa 10 Millionen Jahre. Dann entstanden näher am Stern weitere Planeten. Sie sind Gesteinsplaneten: Merkur, Venus, Erde und Mars. Solche Himmelskörper bilden sich erst viele Millionen Jahre nach der Geburt ihres Sterns. Sobald Planeten beginnen, ihren Stern auf einer Umlaufbahn zu umkreisen, gilt das Ganze als Planetensystem. Dieses System kann aus nur einem oder mehreren Planeten samt natürlicher Satelliten, Asteroiden, Zwergplaneten, Meteoriten und Kometen bestehen. Die Sonne und die 8 sie umkreisenden Planeten bezeichnen wir als Sonnensystem. Der Merkur ist dabei unserer Sonne am nächsten. Er ähnelt ein bisschen unserem Mond, aber sieht man genauer hin, erkennt man, dass das nur eine Illusion ist. Merkur ist einer der 4 Gesteinsplaneten unseres Sonnensystems. Er hat eine feste Oberfläche. Sie ist von Kratern eingeschlagener Himmelskörpern zerfurcht und er ist der kleinste der 4 inneren Planeten. Sein Durchmesser beträgt nur 4800 Kilometer. Wenn du dir den ganzen Merkur ansehen wolltest, bräuchtest du nur 2,5 Tage, um ihn einmal zu umrunden. Zumindest wenn du ohne Pausen mit konstanten 80 km/h fahren würdest. Autofahren ist dort allerdings keine leichte Aufgabe. Seine Oberfläche ist gezeichnet von riesigen Bergen und steilen Abhängen. Manche erreichen eine Höhe von 3 Kilometern. Der Merkur hat keine Atmosphäre und die Temperaturen sind extrem. Am Tage herrschen 420 Grad und in der Nacht sind es minus 180 Grad. Er ist auch der Planet mit der zweithöchsten Dichte im Sonnensystem. Übertroffen wird er nur von der Erde. Merkur hat einen metallischen Kern. Er macht fast 85% des Volumens des Planeten aus. Allein der Kern enthält mehr Eisen als jeder andere Planet des Sonnensystems. Vor nicht allzu langer Zeit entdeckten Astronomen, dass Merkur nicht nur einen flüssigen äußeren Kern, sondern auch einen festen inneren Kern aus Metall haben könnte. Die Außenhaut des Planeten besteht aus einem Gesteinsmantel und einer festen Kruste, die nur 500 bis 650 Kilometer dick ist. Statt einer Atmosphäre hat der Merkur eine dünne Exosphäre. Sie besteht hauptsächlich aus Sauerstoff, Natrium, Wasserstoff, Helium und Kalium. Aber der Planet ist zu nah an der Sonne. Die Sonnenwinde und einschlagende Meteoriten reißen ständig Atome aus seiner Exosphäre. Die Venus unterscheidet sich sehr stark von unserem blauen Planeten. Sie ist von einer extrem dichten Atmosphäre und Kohlenstoffdioxid umgeben. Wenn du auf der Oberfläche des Planeten landen willst, musst du zuerst durch dicke Wolken aus Schwefelsäure stoßen. Wenn du auf der Venus Durst bekommst, solltest du übrigens darauf achten, H2O zu trinken. Erwischst du H2O2, war das dein letzter Schluck. Die Oberfläche des Planeten ist rötlich-braun. Die Venus ist ein äußerst trockener und heißer Ort. Der Luftdruck ist dort 90 mal höher als auf der Erde. 2/3 des Planeten sind flache Ebenen, aber es gibt auch hohe Berge. Sie sind Vulkane. Die meisten sind erloschen, doch einige sind noch immer aktiv. Auf der Venus gibt es 2 ausgedehnte Hochebenen in der Größe von Südamerika und Australien und viele weitläufige Tiefebenen. Es gibt auch lange, sich dahin schlängelnde Kanäle. Das sind alte Lavaflüsse. Manche sind bis zu 4800 Kilometer lang.
Die dichte Atmosphäre des Planeten erzeugt einen Treibhauseffekt, wie bei uns auf der Erde. Sie schließt die Wärme ein, wodurch Temperaturen von bis zu 470 Grad erreicht werden. Bei dieser Hitze schmilzt Blei. Der Druck auf der Oberfläche entspricht dem Druck auf der Erde in 900 Meter Tiefe unter der Wasseroberfläche. Wahrlich bedrückend. Der metallische Kern des Planeten erstreckt sich über 3800 Kilometer. Das entspricht beinahe der Entfernung zwischen New York und Los Angeles. Die folgende Schicht ist ein 2000 Kilometer dicker, geschmolzener Gesteinsmantel. Die Innereien der Venus werden von einer Basaltkruste von 10 bis 12 Kilometer Dicke umschlossen. Die dichte Atmosphäre des Planeten ist ein wahrer Albtraum. Sie besteht zu 96% aus Kohlenstoffdioxid, 3% Stickstoff und enthält dicke Wolken aus Schwefelsäure. Der dritte Planet ist die Erde. Aus dem Weltraum sieht sie wie eine blaue Murmel mit grünen, roten, braunen und weißen Wirbeln aus. Der blaue Bereich ist selbstverständlich das Wasser. Es bedeckt 71% der Erdoberfläche. Auch von so weit oben erkennt man das Great Barrier Reef vor der Küste Australiens. Es erstreckt sich über 2500 Kilometer. Vom Weltraum aus sieht man auch die kompletten 450 Kilometer des Grand Canyons in den USA. Die Erde ist der dichteste Planet des Sonnensystems. Im Inneren hat sie einen Kern, der etwa 15% des Volumens ausmacht. Der Kern besteht aus zwei Teilen, dem äußeren und dem inneren Kern. Der innere Kern ist eine feste Kugel aus Eisen und Nickel. Der Radius beträgt 1200 Kilometer. Das sind 20% des gesamten Erdradius und 70% des Radius unseres Mondes. Der 2400 Kilometer dicke äußere Kern ist flüssig. Er besteht ebenfalls aus Eisen und Nickel, aber der Druck reicht nicht aus, dass er fest wäre. Die Temperatur an der Grenze zwischen äußerem und innerem Kern erreicht 6000 Grad. Das ist heißer als an der Oberfläche der Sonne. Und der Druck ist 3,3 Millionen Mal höher als der atmosphärische Druck auf Höhe des Meeresspiegels. Der äußere Kern wird vom Mantel umhüllt. Diese Schicht ist etwa 2900 Kilometer dick und macht fast 84% des Erdvolumens aus. Er besteht aus Silikatgestein, welches reich an Eisen und Magnesium ist. Die Kruste ist eine relativ dünne Schicht, die nur 1% des Volumens einnimmt. Wie auch die obere Schicht des Erdmantels ist sie in tektonische Platten zerbrochen. Sie bewegen sich genauso schnell, wie deine Fingernägel wachsen. Durch die Ritzen entweicht Hitze aus dem Erdinneren. Die Kruste besteht vorrangig aus Sauerstoff, Silizium, Aluminium, Eisen und anderen Mineralen. Der vierte Planet im Sonnensystem ist der Mars. Er ist der letzte der inneren Planeten. Sie werden auch als terrestrische Planeten bezeichnet, da sie aus Gestein und Metallen bestehen. Hier herrscht klirrende Kälte. Die Temperaturen fallen bis auf minus 62 Grad. Der Grund für seine rötliche Färbung ist ein rostfarbener Staub, der die gesamte Oberfläche bedeckt und in der Luft schwebt. Aber es gibt noch mehr Farben. Gold, braun, hellbraun und sogar grüne Schattierungen. Sie sind von den Mineralen im Boden abhängig. Die Dicke der Staubschicht variiert von Ort zu Ort. An den meisten Stellen ist sie 2 Meter dick. Die Marsoberfläche ist felsig. Sie ist von ausgetrockneten Seen, Kratern, Vulkanen und Canyons durchzogen. Der höchste Berg im Sonnensystem, Olympus Mons, befindet sich auf dem Mars. Er ist 2,5 Mal so groß wie der Mount Everest und nimmt etwa eine Fläche von der Größe Polens ein. Die Marsatmosphäre ist sehr viel dünner als die der Erde, besteht zu 95% aus Kohlenstoffdioxid und enthält nur 1% Sauerstoff. Manchmal hüllen Sandstürme den gesamten Planeten ein. Die größten waren sogar von der Erde aus zu sehen. Der Kern des Mars besteht vorrangig aus Eisen, Nickel und Schwefel. Sein Durchmesser beträgt 1500 bis 1900 Kilometer. Der darauf folgende Mantel setzt sich aus Silikaten, Sauerstoff und ein paar anderen Mineralen zusammen. Er ist vielleicht vergleichbar mit einer leicht krümeligen Zahnpasta. Der Mantel des Mars ist auch dünner als der Erdmantel. Er ist nur 1300 bis 1800 Kilometer dick. Die dünne Kruste des Planeten besteht aus vulkanischem Basaltgestein. Astronomen gehen davon aus, dass sie nicht in tektonische Platten gebrochen ist und stattdessen ein ganzes Stück bildet. Die Kruste ist von feinem rötlichen Staub, der an Talkumpuder erinnert, bedeckt. Weiter geht es zum Jupiter, dem größten Planeten des Sonnensystems.
Am Äquator ist er über 143.000 Kilometer breit. Jupiter ist so riesig, dass 1.300 Erden in ihn hineinpassen würden. Er ist auch unglaublich heiß. Im Kern herrschen etwa 24.000 Grad. Es ist unmöglich, auf ihm zu landen, da er ein Gasriese aus Wasserstoff und Helium ist. Er verbirgt sich unter einer Schicht aus dicken, braunen, gelben, roten und weißen Wolken. Diese lassen den Planeten bunt und hübsch gestreift erscheinen. Die wohl ungewöhnlichste Erscheinung des Planeten ist der große rote Fleck. Er ist wie ein verrückt rotierender Sturm in der Größe unseres Heimatplaneten. Er tobt bereits seit 360 Jahren. Die Farbe des Wirbelsturms variiert von einem blassen Lachsrot und Weiß bis hin zu einem dunklen Ziegelrot. Und auch sonst ist es dort extrem windig. Die Windgeschwindigkeiten erreichen 320 bis 650 Kilometer pro Stunde. Wie bereits erwähnt, ist Jupiter ein Gasriese. Wäre der Planet 80 Mal schwerer, als er heute ist, könnte er zu einem winzigen roten Zwergstern werden. Bis heute ist unklar, ob der Kern des Planeten eine geschmolzene Kugel oder festes Gestein in der Größe von 14 bis 18 Erdmassen ist. Es gibt sogar Hinweise, dass der Kern des Gasriesen in genau diesem Moment schmilzt. Jedenfalls betragen die Temperaturen im Kern gut und gerne 35.000 Grad. Die Atmosphäre besteht zu etwa 90% aus Wasserstoff. Die übrigen 10% setzen sich aus Helium und Spuren anderer Gase zusammen. Unter dem hohen atmosphärischen Druck werden die Gase Wasserstoff und Helium zu einer dicken Flüssigkeit. In der Nähe des Kerns wird diese Flüssigkeit zu einer Mischung aus metallischem Wasserstoff und Helium. Da es keinen festen Boden auf dem Planeten gibt, definieren die Astronomen die Oberfläche an der Stelle, an der der Luftdruck dem der Erde entspricht. Auf dieser Oberfläche kannst du aber nicht stehen. Es ist nur eine Schicht aus Gas. Die Schwerkraft ist dort allerdings mehr als 2,5-mal so stark wie auf der Erde. Auch der Saturn hat keine feste Oberfläche. Dieser Planet besteht vorrangig aus Wasserstoff und Helium. Dichte und Temperatur auf dem Saturn ändern sich, je tiefer man vordringt. Würdest du auf seiner Oberfläche treten wollen, würdest du einfach in den Planeten stürzen. Seine Schwerkraft entspricht der der Erde und die Dichte an der Oberfläche ist relativ gering. Daher würdest du im freien Fall stürzen, bis der stetig ansteigende Druck dich zerquetschen würde. Von oben sieht der Gasriese allerdings aus, als hätte er eine Oberfläche. Die scheinbar feste, gelblich-braune Schicht sind jedoch nur Wolken. Die äußere, sichtbare Schicht sind Ammoniakwolken. Unter ihnen befinden sich Hydrosulfidwolken. Und die unterste Schicht Wolken besteht aus Wasser. Auf dem Saturn ist es extrem stürmisch. Am Äquator ist der Wind bis zu 1.800 Kilometer pro Stunde schnell. Zum Vergleich, der stärkste Wind auf der Erde ist nicht schneller als 400 km/h. Neben den Hauptbestandteilen Wasserstoff und Helium enthält der Saturn außerdem Methan, Ammoniak und Wasser. Aber er enthält mehr Schwefel als Jupiter, wodurch der smogähnliche orangene Farbton entsteht. Die Atmosphäre des Saturn unterscheidet sich nicht wirklich von seiner Oberfläche. Aber je tiefer du sinkst, desto höher wird der Druck. Ab einem bestimmten Punkt wird der Wasserstoff flüssig und noch näher am Kern verwandelt sich dieses flüssige Gas in metallischen Wasserstoff. Wie Jupiter könnte auch der Saturn einen Gesteinskern haben, der von Wasserstoff und Helium umgeben ist. Andererseits könnte der Kern, auch wenn er aus Gestein besteht, flüssig sein. Das auffälligste Merkmal des Saturn sind seine grauen, beigen und hellbraunen Ringe. Diese Gruppen dünner Ringe bestehen aus Gesteinsbrocken und Eis. Der Saturn hat außerdem 53 bestätigte und benannte Monde. Weitere 29 warten auf die Bestätigung ihrer Entdeckung und einen offiziellen Namen. Titan, eine Eiswelt größer als unser Mond und Merkur, ist der größte Saturnmond. Saturn ist in unserem Sonnensystem der Planet mit der geringsten Dichte. Im Schnitt beträgt sie nur ein Achtel der Dichte der Erde. Gäbe es einen ausreichend großen See, würde der Planet schwimmen. Trotzdem ist er wegen seines mächtigen Volumens 95 Mal schwerer als die Erde. Noch ein Stück weiter draußen finden wir eine blau-grüne Kugel aus Eis und Gas. Uranus ist 2,7 Milliarden Kilometer von der Sonne entfernt. Trotzdem verdankt der Eisriese den Sonnenstrahlen, die von der Oberfläche reflektiert werden, seinen hübschen Farbton. Wenn ein kleiner Asteroid mit Uranus kollidierte, flöge er einfach durch die obere Atmosphäre und würde ins eiskalte, flüssige Innere einsinken.
Uranus vollführt seine Reise um die Sonne auf der Seite liegend. Er ist der einzige Planet, dessen Achse ziemlich genau auf unseren Mutterstern zeigt. Grund dafür könnte eine Kollision mit einem gewaltigen Himmelskörper kurz nach seiner Entstehung sein. Im Sommer erschüttern mächtige Stürme den Planeten. Solche Hurrikane treten nur auf, wenn Uranus am stärksten erwärmt wird. Ein solcher Sturm kann sich leicht über 10.000 Kilometer erstrecken. Das entspricht in etwa der Distanz von Japan nach Amerika. Der Planet hat zwei Ringsätze. Das innere System besteht aus 9 schmalen dunklen Ringen. Die äußeren Ringe sind hell, einer blau und der andere rot. Im Inneren des Uranus befindet sich ein kleiner Gesteinskern. Er wiegt gerade einmal eine halbe Erdmasse. Im Vergleich zu unserem Planeten ist der Kern deutlich kühler, gerade mal 5000 Grad. Der feste Kern ist umgeben von einem Mantel aus Eis. Er nimmt 80% des Volumens des Planeten ein. Das Eis ist allerdings etwas anders, als du es dir vorstellst. Es ist eine heiße, dichte Flüssigkeit aus Wasser, Ammoniak und Methan, die auch als Wasser-Ammoniak-Ozean bezeichnet wird. Die Atmosphäre des Uranus besteht hauptsächlich aus Wasserstoff und Helium. Sein blau-grünes Aussehen verdankt er dem Methangas, welches das rote Licht absorbiert. Der entfernteste Planet ist Neptun. Er ist nur 4-mal so groß wie die Erde, wiegt aber 17-mal so viel. Die blaue Oberfläche ist in Wirklichkeit eine Schicht wirbelnder Gase und beständiger Wolken. Einer Oberfläche am nächsten kommt der Mantel des Planeten, der aus Wasser, Ammoniak und Methaneis besteht. Trotzdem ist diese Oberfläche nicht fest. Auf der Reise zum Kern des Planeten erlebst du heftige Temperaturunterschiede. An der Oberfläche erwarten dich minus 206 Grad und im Kern über 6600 Grad. Diese unglaublichen Temperaturdifferenzen erzeugen gewaltige Stürme mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 2000 km/h. Neptun gilt damit als der windigste Planet des Sonnensystems. Genauso wie Uranus gilt Neptun als Eisriese. Der feste Kern des Planeten besteht vorrangig aus Eisen und einigen anderen Metallen. Er wiegt 1,2-mal so viel wie unsere Erde. Astronomen sind überzeugt, dass es in einer Tiefe von 10.000 Kilometer eine Schicht gibt, in der es Diamantenkristalle regnet. Der äußere Kern des Planeten wird von einem dicken Mantel umgeben. In dieser stark aufgeheizten Flüssigkeit herrschen Temperaturen von 1.600 bis 4.700 Grad. Der Mantel ist reich an Methan, Ammoniak und Wasser und entspricht 15 Erdmassen. Neptuns Atmosphäre macht bis zu 10% des Volumens des Planeten aus. Sie dehnt sich über 20% der Entfernung zum Planetenkern aus. Die Atmosphäre besteht zu 80% aus Wasserstoff, 19% Helium und ein bisschen Methangas. Das Methangas ist für die bläuliche Farbe verantwortlich. So, aber wie sehen Planeten außerhalb unseres Sonnensystems aus? Sind sie ähnliche Gesteinswelten und Gasriesen? Nun, einige von ihnen sind ziemlich seltsam. Wir sind 40 Lichtjahre weit von der Erde entfernt, in der Nähe des Exoplaneten GJ1214b. Übrigens gilt jeder Planet außerhalb unseres Sonnensystems als Exoplanet. Er ist 3-mal so groß wie die Erde, aber er ist 8-mal so schwer. GJ1214b umkreist seinen roten Zwergstern innerhalb von nur 38 Erdstunden. Die Temperaturen auf der Erdoberfläche sind ordentlich, etwa 200 Grad. Aber das ist nicht das Einzige, was diesen Planeten so besonders macht. Nach der ausgiebigen Beobachtung des Planeten mithilfe des Hubble-Teleskops haben Astronomen geschlussfolgert, dass GJ1214b eine riesige Wasserwelt ist. Sie ist eingeschlossen von einer dampfenden, dichten Atmosphäre. Wir kennen keinen zweiten Planeten dieser Art. Wegen des hohen Drucks und der hohen Temperaturen auf der Oberfläche des Planeten findet man dort so exotische Substanzen wie suprafluides Wasser und heißes Eis. Dieser hellblaue Exoplanet befindet sich in 62 Lichtjahren Entfernung zur Erde. Er sieht friedvoll und irgendwie vertraut aus. Er ist etwas größer als Jupiter und seine bläuliche Färbung erinnert an unseren Heimatplaneten. Aber seine hübsche Erscheinung verschleiert seine grausige Natur. Seine Färbung verdankt er Siliziumatomen und Partikeln, die die Atmosphäre des Planeten bilden. Der Wind erreicht Geschwindigkeiten von unglaublichen 8700 km/h. Das ist die 7-fache Schallgeschwindigkeit. Auch die Temperaturen sind extrem. Sie erreichen mehr als 870 Grad. Aber das ist noch nicht das Schlimmste. Es regnet Glas,
Horizontal. Würde ein solcher Sturm am Äquator der Erde wüten, würde er in nur 5 Stunden einmal um die Erde pusten und unterwegs einfach alles zerstören. Vor mehreren Jahren entdeckten Astronomen einen Planeten so groß wie Neptun. Er kreist um einen Stern, der gerade mal so groß wie die Erde ist. Das ist eine wahrlich seltsame Konstellation. Normalerweise ist der Stern sehr viel größer als die ihn umkreisenden Planeten. Die Erklärung für dieses Phänomen könnte der Umstand sein, dass der betreffende Stern kaum noch ein Stern ist. Er ist ein winziger weißer Zwerg mit einem komplizierten Namen. Dieser Zwerg ist eher ein stellares Skelett als ein Stern. In seinem Kern findet keine Kernfusion mehr statt, die ihn vor einem Gravitationskollaps bewahren könnte. Heute ist er nur noch ein hochgradig komprimierter, bei 27.500 Grad vor sich hinschmorender Stern, der so heiß ist, dass er langsam aber sicher den Planeten in seiner Nähe verdampft. Aufgrund dieser unglaublichen Hitze verliert der Planet seine Atmosphäre. Der weißglühende Stern treibt das verdampfte Material weit in den Weltraum hinaus, und zwar etwa 260 Millionen Tonnen am Tag. Der weit entfernte Exoplanet Gliese 436b in der Größe des Neptun ist ein Paradoxon. Er besteht aus glühend heißem Eis. Er befindet sich 30 Lichtjahre weit von der Erde entfernt im Sternzeichen des Löwen. Der Planet umrundet seinen Stern, den roten Zwerg Gliese 436, in nur 2 Tagen. Das bedeutet, er befindet sich verdammt nah an seinem Mutterstern. Die Entfernung zwischen den beiden ist 15 Mal geringer als zwischen Merkur und unserer Sonne. Das wird wohl die Ursache für die nie unter 420 Grad fallenden Temperaturen auf dem Planeten sein. Das mit Abstand seltsamste ist aber, dass es hier Unmengen Wassereis, bekannt als Eis X, gibt. Das bleibt nämlich trotz der brütenden Hitze fest. Eine der plausibelsten Erklärungen für dieses Phänomen ist die unglaublich hohe Schwerkraft des Planeten. Sie komprimiert die kleinsten Spuren von Wasserdampf in der Atmosphäre zu Eis und verhindert, dass es schmilzt. Etwa 4000 Lichtjahre von der Erde entfernt gibt es einen Planeten, der ein riesiger Diamant zu sein scheint. Der Planet ist 5-mal so groß wie die Erde. Er benötigt nur 2 Stunden und 10 Minuten, um seinen Mutterstern, einen Pulsar, der sich 10.000-mal pro Minute um sich selbst dreht, zu umkreisen. Der Planet ist dichter als alles, was wir kennen, und besteht vorrangig aus Kohlenstoff. Er ist so dicht, dass Astronomen glauben, der Kohlenstoff könnte in kristalliner Form vorliegen. Somit könnte der Planet zumindest teilweise ein Diamant sein. Jetzt schauen wir uns einen heißen Jupiter an. Das ist der Name für Planeten, die ihren Stern unangenehm eng umkreisen. Auf WASP 76b regnet es nachts Eisen. Am Tage erreichen die Temperaturen 2300 Grad. Das ist heiß genug, um Metall verdampfen zu lassen. Dieser bizarre Planet ist nur ein bisschen kleiner als Jupiter und er ist 640 Lichtjahre weit von der Erde entfernt. Ursächlich für die schaurigen Wetterbedingungen ist die extreme Umlaufbahn des Planeten. WASP 76b ist seinem Mutterstern 10-mal näher als Merkur der Sonne. Der mächtige Planet und sein Stern sind fest aneinander gebunden. Auf einer Seite von WASP 76b ist es immer glühend heiß und auf der Rückseite herrscht ewige Nacht. Etwa 20 Lichtjahre von unserer Sonne entfernt streunt ein seltsamer Planet durch die Milchstraße. Dieser Planet hat keinen Stern. Doch dieser einsam umherirrende Planet hat ein unglaublich starkes Magnetfeld. Einer Studie aus dem Jahr 2018 zufolge ist es 4 Millionen Mal stärker als das der Erde. Der Exoplanet mit einem langen, umständlichen Namen erzeugt faszinierende Polarlichter. Als SIMP 2016 entdeckt wurde, dachten Astronomen, sie hätten einen braunen Zwerg gefunden. Das ist ein Objekt, das für einen Planeten zu groß, aber für einen Stern zu klein ist. Eine weitere Studie zeigte jedoch, dass er klein genug ist, um als Planet zu gelten. Natürlich ist er im Vergleich zu seinen Kollegen ein Monstrum. Sein Radius ist 1,2-mal so groß wie der des größten Planeten unseres Sonnensystems, Jupiter nämlich, und ist mehr als 12-mal so schwer. Astronomen gehen davon aus, dass das außergewöhnlich starke Magnetfeld des Planeten für die verblüffenden Nordlichter verantwortlich ist. Aber sie werden anders erzeugt als bei uns auf der Erde. Die Wissenschaftler vermuten, dass SIMPs Mond an der Lichtshow beteiligt ist.
So etwas wie diesen Planeten hast du noch nie gesehen. Er wird oft als Super-Saturn oder Saturn auf Steroiden bezeichnet. Und zwar, weil J1407b ein riesiges Ringsystem hat. Sie sind 640 mal größer als die des Saturn. Dieser Exoplanet ist 434 Lichtjahre von uns entfernt. Er ist der einzige uns bekannte Planet mit Ringen wie der Saturn. Wenn J1407b jemals mit dem Saturn Plätze tauschen würde, würden seine Ringe größer als unser Vollmond erscheinen. Mitten in seinen Ringen haben Astronomen eine Lücke entdeckt. Die Chancen stehen gut, dass dort ein Exomond in der Größe des Mars seine Kreise zieht. Würdest du auf diesem Mond leben, hättest du eine unglaubliche Aussicht, wenn du in den Himmel schautest. Gliese 581c ist 20 Lichtjahre weit weg im Sternbild Waage anzutreffen. Er umkreist seinen Stern in einer Distanz von gerade mal 7% der 150 Millionen Kilometer, die unsere Erde von der Sonne trennen. Gliese 581c ist eng an seinen Stern gebunden. Das bedeutet, dass stets dieselbe Seite zu seinem Stern schaut und die andere in ewiger Finsternis darbt. Auf der sonnigen Seite sind die Temperaturen exorbitant hoch und auf der dunklen Seite herrscht klirrende Kälte. Doch zwischen diesen extremen Zonen gibt es einen schmalen Bereich, in dem unter Umständen Leben möglich wäre. Und wie wäre es mit einem Besuch auf dem Planeten, auf dem es vielleicht Saphire und Rubine regnet? HATP-7b ist verflixt weit weg. Zwischen uns und diesem Planeten liegen über 1000 Lichtjahre. Auf seiner dunklen Seite enthält die Atmosphäre viel Aluminiumoxid, auch als Korund bekannt. Und Saphire und Rubine sind Korundedelsteine. Astronomen vermuten, es könnte dort heftige Stürme geben, bei denen es buchstäblich Rubine und Saphire regnet, die dann auf dem ganzen Planeten herumliegen. Es gibt auch einen Planeten, der Licht frisst. Er heißt WASP-12b. Er ist einer der dunkelsten bekannten Exoplaneten. Seine Sonnenseite absorbiert das Licht eher, als es zu reflektieren. Dieser Planet ist riesig, doppelt so groß wie Jupiter. Und er verschlingt mehr als 94% des Lichts, das seine Atmosphäre erreicht. Das könnte auch der Grund für die verrückten Temperaturen sein, 2500 Grad. WASP-12b kreist so eng um seinen Mutterstern, dass er einen Umlauf in nur einem einzigen Tag schafft. Seine dunkle Seite ist nur halb so warm wie die Sonnenseite, schlappe 1200 Grad. Kuschelig. Aufgrund des Temperaturunterschiedes bilden sich Wasserdampf und Wolken. Partikel der extrem heißen Atmosphäre von WASP-12b entschwinden dann zu seinem Stern. Siehst du diesen atemberaubenden, magentafarbenen Exoplaneten? Er befindet sich im Sternbild Jungfrau. Er heißt Gliese 504b. Der Abstand zwischen diesem Planeten und seinem Mutterstern ist 9-mal so groß wie die Distanz zwischen Jupiter und Sonne. Der Planet ist noch relativ jung und glüht vor Hitze. Daher sieht seine Oberfläche pink aus. Wir haben 20.000 Lichtjahre zurückgelegt und sind an einem roten Zwerg im Sternbild Schütze angekommen. Ein roter Zwerg ist einer der kältesten und kleinsten Sterne im Universum. Weit entfernt von diesem kalten Stern gibt es einen Planeten, dessen komplizierten Namen ich gar nicht versuchen werde auszusprechen. Diese Welt ist so weit von ihrem Stern entfernt, dass sie kaum Wärme abbekommt. Er ist einer der kältesten Planeten, die wir kennen. Seine Oberflächentemperatur beträgt minus 217 Grad. Daher ist der Planet in eine dicke Schicht aus Eis gehüllt. Auf seiner Oberfläche gibt es nichts als Gletscher und vereiste, weite Ebenen, Canyons und Berge. Trotzdem glauben Astronomen, dass tief unter seiner eiskalten Oberfläche Leben existieren könnte. Denn der Kern des Planeten könnte ausreichend Wärme erzeugen, um das Eis im Inneren zu tauen. Wenn das stimmt, könnte es einen riesigen Ozean unter der Oberfläche des Planeten geben.